Leute, es ist Mediatheken-Mittwoch, ein Format, das ich mir erst kürzlich ausgedacht habe. Und es ist Weltfrauentag. Also, das ist gelogen. Dieses Video hier, das nehme ich schon am Dienstag auf und lade es erst am Mittwoch, dem Weltfrauentag, hoch. Aber das verrate ich keinem. Hahaha. Und ich habe mal mich so in den Mediatheken umgeguckt, was es da so gibt. Und da habe ich einen Film gesehen, über den ich letztens tatsächlich im linearen Fernsehen gestolpert bin. Die Bürgermeisterin, der ein Thema aufgreift, was leider noch wahrscheinlich in 20 Jahren aktuell sein wird, noch in 100 Jahren aktuell sein wird und sich mit der Frage beschäftigt, wie gehen wir in Deutschland eigentlich mit Geflüchteten um? Hallo und willkommen bei Jetzt guckt doch mal, dem Format, bei dem ich Filme gucke und euch dann sage, ob man nicht gucken kann. Ich bin Ingo, der Mann mit dem Gesicht fürs Radio und der Stimme für den Stummfilm und einer gewissen Aversion gegen deutsche Filme, weil aus dem deutschen Kino in den letzten 30, 40 Jahren wenig Prickelndes zustande gekommen ist. Umso mehr freut es mich, wenn ich dann einen Film entdecke, den man wirklich sehen kann. Also ja, es gibt tatsächlich gute deutsche Filme. Man muss nur ein bisschen danach suchen. Beziehungsweise den muss man nicht mal suchen. Man kann einfach auf Google eingeben, ZDF Mediathek. Und dann klickt man da drauf und dann kann man die Bürgermeisterin gucken. Dass der Stoff von der Frau Christiane Balthasar inszeniert wurde und dass eine Frau, Anna Schut, die Hauptrolle spielt, die Ex-Tatort-Kommissarin, die so ziemlich alles spielen kann. Das ist mehr oder weniger Zufall. Also die Geschlechter der Figuren sind ja eigentlich zweitrangig. Wer da hinter dem Regiestuhl sitzt, ob das Männlein oder Weiblein ist, das ist eigentlich zweitrangig. In erster Linie ist mir wichtig, dass es ein gut gemachter und gut erzählter Film ist, der sich manchmal ein bisschen zu viel auf die leider zu typische Wackelkamera verlässt, um die Unsicherheit der Situation zu symbolisieren. Manchmal denke ich mir, Leute, ihr dreht einen Film, einen gebührenfinanzierten Film fürs ZDF, kauft euch doch mal einen Dreifuß für 49,95 vom Mediamarkt. Aber gut, bitteschön, Kleinigkeiten. Nein, im Großen und Ganzen fand ich den Film sehr sehenswert. Worum geht es? Die Regionalbürgermeisterin oder Ortsbürgermeisterin heißt es, glaube ich, Claudia Voss in Neustadt sowieso. Wo das spielt, ist eigentlich egal. Also Neustadt ist hier nur eine Metapher für das, was überall in Deutschland passierte und weiterhin passiert. Die kriegt von ihrem Oberbürgermeister was hingeknallt. Nämlich, ach übrigens, da wird in 12 Wochen dieses Gebäude, das wird saniert und da wird da ein Flüchtlingsheim draus gemacht. Und da bringen wir dann 40 bis 50 Geflüchtete unter. So, also das kriegt sie einfach hingeknallt und wird vor vollendete Tatsachen gestellt und sagt, ja, Moment mal. Also sie muss ihn aktiv darauf ansprechen und sagt, wieso erfahre ich das vom Hockeytrainer meiner Tochter? Ach so, ja, ach, also ich hätte gedacht, dass eigentlich der Landrat hätte sie eigentlich darüber informieren müssen. Nee, der hat mich nicht informiert. Also hier schwingt so mit, diese Information wurde vielleicht sogar bewusst zurückgehalten und so spät wie möglich damit rausgerückt, vielleicht damit die gute Frau dann so vor vollendete Tatsachen gestellt ist und da überhaupt nicht mehr groß nachfragen kann, sondern einfach nur Klatsch. Hier ist jetzt das Flüchtlingsheim. Viel Spaß damit, so ungefähr. Dazu muss man sagen, die Frau arbeitet ehrenamtlich, also als Ortsbürgermeisterin, das macht die so für Spaß und weil es kein anderer macht und weil sie schon früher Klassensprecherin in der Schule war und sich gerne engagiert hat, aber nicht, weil sie damit politisch aufsteigen will oder reich werden will. Hat also zumindest finanziell nichts davon, jetzt lädt sich aber natürlich unvermeidlich der ganze Frust und die ganzen Konflikte bei ihr ab, weil sie nun mal diejenige ist, die da im Ort das Sagen hat. Hat sie sich vorher um so Sachen wie Kunstrasen für den hiesigen Fußballverein gekümmert oder diese Baustelle, die muss man bitte 20 Meter weiter nach da verlegen oder ach, der Mülleimer bei den Tischtennisplatten, der müsste mal festgeschraubt werden, kann das vielleicht mal einer machen? Ja, so, das waren die Alltagsprobleme, mit denen sie bisher zu kämpfen hatte. Jetzt hat sie zu kämpfen mit, ey, da kommen 40, 50 Flüchtlinge, die werden dann da in dieses Gebäude reingepfercht und ihre Gemeinde soll dann mal bitte schön integrieren. Es dauert auch nicht lange, da bildet sich der erste Widerstand von einem Kerl angeführt namens Landauer, der nun ja vielleicht sowas wie der Bösewicht dieses Filmes sein soll, aber so richtig zum Bösewicht auch nicht taugt, wenngleich er natürlich sofort mit all dem kommt, was man schon in 5000 Talkrunden gehört hat. Ja, also ich hab ja nichts gegen Flüchtlinge. Aber dann geht es weiter mit den üblichen allgemein Plätzchen wie, die kommen ja aus einer anderen Kultur und die haben ja eine andere Religion und die haben ja ganz andere Bräuche und ganz andere Weltanschauung und wir können doch nicht, so doofes Strohmann-Argument, wir können doch nicht die ganze Welt retten. Ja, hat auch niemand behauptet, dass ihr die ganze Welt retten sollt. Von der ganzen Welt war hier nie die Rede. Es ist von 40 bis 50 Personen die Rede. Aber so, das ist das, womit sich diese
arme, bemitleidenswerte Frau jetzt da rumschlagen muss. Das Telefon klingelt in einer Tour. Jeder Hans und Franz haben dazu eine Meinung und allen voran Landauer haben dazu eine Meinung. Der startet dann sowas wie eine Offensive, weil er das Flüchtlingsheim natürlich nicht da haben will. Nein zum Heim, so lautet der Slogan. Und hier greift das, was man im englischen Sprachgebrauch als das NIMBY-Phänomen bezeichnet, also Not in my backyard. Das haben wir in Deutschland zuhauf. Also natürlich will jeder eine zusätzliche Bushaltestelle im eigenen Ort. Aber doch bitte unter dem Fenster vom Nachbarn und nicht unter meinem Fenster. Und natürlich brauchen wir mehr Sozialwohnungen. Aber doch bitte vielleicht 4 Straßen weiter und nicht hier bei mir um die Ecke. Dann kann es nämlich sein, dass meine Immobilienpreise nach unten gehen und ich als Immobilieneigentümer, also nee, das möchte ich nicht. Und natürlich brauchen wir ein Klärwerk und eine zusätzliche Müllhalde. Ja, aber das können wir doch bitte in einen anderen Stadtteil bauen, also doch nicht hier eine Müllhalde direkt vor meiner Haustür. Und natürlich brauchen wir mehr Grünflächen, aber doch bitte nicht hier. Ich meine, wo soll ich denn mein Auto parken? Ja, und so weiter und so fort. Und diese Frau, die jetzt von Bürgerseite also den Druck kriegt, im Sinne von machen Sie gefälligst was dagegen, von politischer Seite und von ihrem Oberbürgermeister und vom Landrat den Druck kriegt, ey, das ist entschieden, dagegen kannst du nichts mehr machen, da kannst du dich also auf den Kopf stellen und gackern wie ein Huhn, die Flüchtlinge werden kommen und das Flüchtlingsheim wird kommen. Tja, und da musste sie sich jetzt damit zurechtkrampfen und nicht nur sie alleine, weil ihr Mann es dann irgendwann auch abkriegt. Sie macht da bei ihm im Schreinerbetrieb nebenher die Buchhaltung. Tja, plötzlich gehen Kundenaufträge flöten, weil es heißt also, Leute, die hier extra die Flüchtlinge herholen, man achte auf die Wortwahl, die Flüchtlinge herholen, also die will ich nicht mehr mit Geld belohnen, nee, dann zahle ich doch lieber bei der Konkurrenz 3 oder 4 Euro mehr. Wo die Bürgermeisterin auch einmal im Film sagt, also ich habe die doch nicht persönlich übers Mittelmeer gepaddelt. Aber die sind nun mal da. Irgendwie müssen wir doch mit dieser Situation jetzt fertig werden. Dann bildet sich natürlich der unvermeidliche Shitstorm im Internet. Ihre Tochter wird in der Schule und im Sportverein gemobbt. Also es kriegen so ziemlich alle ab, die bei ihr im Umfeld drin sind. Und selbst Vertraute oder Leute, die sie als Freunde bezeichnet, die lassen sie da irgendwie so ein bisschen am ausgestreckten Arm verhungern. Ihr Vorgänger als Ortsbürgermeister, der keinen Bock mehr auf die ganze Sache hat und ja sie als Nachfolgerin vorgeschlagen hat, nachdem er mal einen Herzinfarkt hatte. Der Oberbürgermeister, der froh ist, dass er sich mit dem Mist nicht rumschlagen muss und die unangenehme Arbeit bei ihr outgesourced hat. Tja, Landrat und Bundesminister wahrscheinlich, also die Ansagen, die kommen ja von oben und die tröppeln so nach unten durch und dann wird den Kommunen wie fast immer gesagt, ja, bitteschön, jetzt ist es euer Problem, jetzt müsst ihr damit fertig werden. Und so wird in 90 ziemlich spannenden und ziemlich gut inszenierten Minuten erzählt, was das so mit einem Dorf macht. Also die muss an 15 Fronten gleichzeitig kämpfen, gibt 101% dabei, will es natürlich irgendwie jedem recht machen und schafft es aber leider trotzdem nicht. Und wie das erzählt ist und wie das gemacht ist und vor allen Dingen, wie das von Anna Schut gespielt ist, das ist wirklich 1A. Also die könnte wahrscheinlich auch in einem Film mitspielen, dessen Titel lautet Anna Schut liest 90 Minuten lang das Telefonbuch vor. Ich würde es mir vermutlich angucken, weil die gute Frau es einfach drauf hat. Und was ich auch gut finde, ist, dass dieser Film auf allzu klebrige Schwarz-Weiß-Malerei verzichtet. Also natürlich gibt es hier das Pro und hier gibt es das Contra, aber auch dieser Landauer, dieser vermeintliche Antagonist, der macht das jetzt nicht, weil er ein rechtsradikaler Typ ist, der Hakenkreuz-Tattoos auf dem Oberarm hat, der an einer Stelle des Filmes, da ist er dann im Vier-Augen-Gespräch mit der Bürgermeisterin, der sagt, letztes Jahr haben die von der Antifa, haben hier direkt vor meinem Haus mein Auto angezündet und ich habe aus meinem Wohnzimmer rausgucken müssen, wie mein Auto abgebrannt ist und meine beiden Kinder haben mitzusehen müssen, wie mein Auto abgebrannt ist. Ja, wo waren sie denn da? Da habe ich sie komischerweise nicht gehört, wie sie sich für Leute stark gemacht haben. Ein Film, der leider oder zum Glück keine einfachen Fragen stellt und auch leider oder zum Glück keine einfachen Antworten liefert. Um das mal eben an einem Samstagabend fröhlich wegzugucken und sich dabei eine Tüte Chips reinzumampfen, dafür eignet sich dieser Film jetzt weniger. Also, dass es beileibe kein Gute-Laune-Kino ist, aber für mich trotzdem absolut sehenswert und gerade aufgrund der Aktualität und des politischen Themas und des allgemeingültigen Themas. Also, das wird uns die nächsten Jahrzehnte ja nicht in Ruhe lassen. Es ist ja nicht so, dass es ab morgen keinen Krieg und keine Geflüchteten mehr gibt. Tja, ein absolut aktueller und gut gemachter Film. Natürlich ist es dramaturgisch nicht immer 1000% auf den Punkt. Also, wenn man versucht, so ein überladenes Thema, wie gehen wir als Deutsche mit Geflüchteten um und wo genau bauen wir jetzt eigentlich Flüchtlingsheime hin, das auf etwa 90, 95 Filmminuten runterzudampfen,
naja, da wird hier mal ein bisschen was gepresst und hier wird mal ein bisschen überspitzt, aber insgesamt finde ich das trotzdem gut gemacht. Wie gesagt, mit Wackelkamera kann ich bis heute nicht viel anfangen. Also wenn man zeigen will, dass eine Figur hin und her gerissen ist, dann muss man mit der Kamera nicht so hin und her schwenken. Das kann man auch, wenn man die Kamera auf ein Stativ stellt. Kleinigkeiten. Also, jetzt suche ich wirklich in den Krümmeln. Nein, das ist ein gut gemachter und gut gespielter und über weite Strecken sehr gut inszenierter Film, den man gesehen haben sollte. Tja, und der völlig für Umme in der ZDF-Mediathek abrufbar ist. Also, wenn schon mal was Vernünftiges mit meinen Gebührengeldern gemacht wird, dann soll man sich das doch bitteschön angucken. Und für die Bürgermeisterin gibt es 4 von 5 Bürgermeisterwahlen und eine eingeschränkte Guckempfehlung. Also wer überhaupt nicht politisch interessiert ist oder mit dem Thema nichts anfangen kann, sollte den Film links liegen lassen. Alle anderen können und sollten sich den angucken. Und alle, die der Meinung sind, dass das ja völlig schief läuft und dass wir, Achtung, Phrasenalarm, doch lieber Fluchtursachen bekämpfen sollten, die können jetzt in den Kommentaren gerne lospoltern. Ich danke für euch fürs Reinklicken, Däumchen nach oben dirigieren, kommentieren, abonnieren. Falls ihr noch nicht abonniert habt, warum? Kostet euch 2 Mausklicks und sonst nichts. Vielen Dank im Voraus. Macht's gut, viel Spaß beim Gucken von Die Bürgermeisterin und bis zum nächsten Mal. Ach ja, und schönen und guten und entspannten Weltfrauentag an alle Frauen da draußen. Und ganz besonderen Gruß an eine Frau, nämlich die, die mich mehr oder weniger unfallfrei alleine großgezogen hat. Ciao, macht's gut, bis neulich.